Hallo, Dick. Machen wir weiter? Ja, gut. Dick hatte schon Sorge, dass sie einen Wilderer erwischt haben könnte. Vielleicht sollten wir uns sputen. Die Jobba-Knolle sind gleich hier, in dem großen Baum. Dick hat mal gesehen, wie fliegende Tierwesen mit Levioso verlangsamt wurden. So kann man den Schnappsack... Dann rette ich mal einen Job. Viel Glück! Jetzt ist alles gut. Ich habe einen Jobberneul gerettet. Die hofft, dass ihr... Hallo, Dick. Ist das die Lichtung? Dann suche ich. Was haben Sie jetzt vor? Pass auf dich auf. Es war schwieriger als gedacht, aber ich habe jetzt einen Mondkalb. Noch ein. Schade, dass wir Dick schenken. Bald können sie noch... Na, Dick wird sie im Raum... Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Thank you.
sind sie ja. Jetzt zeigen wir den geretteten Tierwesen ihr neues Zuhause. Aber, hier ist nicht genug Platz für sie. Man stelle sich nur vor, wie sie hier herumwüten. Das geht gar nicht. Wenn sie sich darauf konzentrieren, was die Wesen brauchen, hilft ihnen der Raum. An was genau hatten Sie gedacht? Klanu? Sie haben es geschafft! Aber was ist es? Das weiß Dieg nicht. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Wir treffen uns drin, wenn Sie bereit sind. Sie nur. Es ist unglaublich. Wo sind wir, Dick? Es sieht aus wie eine Heimat für ihre Tierwesen, eine Art Tiergehege. Ihre Tierwesen werden hier behaglich leben, gesund und behütet. Vielleicht möchten Sie sie freilassen, ihnen ihr neues Heim zeigen. Glaubt, das Gehege wird ein schönes neues Heim für ihre Tiere.
Legionen! Ich habe magische Materialien gesammelt, Deke. Deke kann Ihnen zeigen, wie Sie sie anwenden. Mit dieser Zauberanweisung müssen Sie einen verzauberten Webstuhl beschwören. Einen verzauberten Webstuhl? Ganz recht. Damit können Sie magische Materialien nutzen und in jede Faser Ihrer Kleidung Magie einweben. Dadurch wird sie auf verschiedenste Weise nützlich. Rebellion. Thank you.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das sollte ich Dieb zeigen. Ich habe den Webstuhl. Danke für deine Hilfe, Dick. Wieder mal auf Abenteuertour? Thank you.
Revelio.
Lumos! Incendio! Incendio! Lumos. Yeah.
bist hier. Schöne Aussicht. Ich passe auf. Feldcroft ist nicht mehr das, was es mal war. Niemand fühlt sich hier sicher, seit Ranrocks Anhänger in... Komm. Hier lang. Feldcroft war mal viel lebendiger. Jetzt, da Ranrocks Leute dauernd umherlaufen, bleiben alle außer Sichtweite. Wir sind da. Meine Schwester sollte drin sein. Aha! Sebastian, wo bist du? Ist das, was ich denke? Das hatten wir doch schon. Hey. Schrumpelfeigen heben Flüche nicht auf. Nichts kann das. Je eher du es einsiehst, desto besser. Aber wir haben nicht alles versucht. Es gibt kein Heilmittel. Wann akzeptierst du das? Nein, ich akzeptiere das nicht. Schau, was du gemacht hast. Tut mir leid. Hey. Tut mir leid, das war unschön. Wenn's dir nichts ausmacht, ich brauche einen Moment. Armer Sebastian. Nicht der erhoffte Besuch. Tut mir leid wegen vorhin. Diese Schmerzanfälle sind schwer zu ertragen. Alles in Ordnung, Anne? Keine Sorge, das hast du nicht. Übrigens... Das... Ach ja, Hogwarts. Bei Sebastian erwähnt, ehrlich gesagt, hätte ich... Ich gebe mein Bestes. Ich werde... Danke. Ich wünsche dir alles Gute. Der Junge haut mir den letzten Nerv. Verzeihung, Oh, er, Sebastians Freund. Ich entschuldige mich für meinen Neffen. Er weiß nicht, wann er aufhören soll. Ich wollte nach Anne sehen. Sind Sie nicht gerade aus dem Haus gekommen? Es geht ihr gut. Sie wollen. Man kann nichts für sie tun. Vielleicht haben Sie das Heilmittel nur noch nicht entdeckt? Ah, Sie klingen wie Sebastian. Denken Sie wissen es besser als die Heiler im St. Mungo. Die Heiler wissen vielleicht auch nicht alles, Sir. Sebastian ist fest entschlossen, seine Schwester zu retten. Wenn es ein Heilmittel gibt, dann wird er es finden. Ihr Vertrauen in Sebastian ist unangebracht. Irgendeine schwarze Magie hat Anne verflucht. Und die Kobolde werden sich bestimmt so schnell nicht erklären. Ihr Hoffnung zu machen ist grausam. Wir können Anne jetzt nur noch schonen und den Kobolden aus dem Weg gehen. Bei allem Respekt, Sir. Aber vielleicht hätte Anne etwas Hoffnung gut. Sie meinen es gut, aber ich weiß, was das Beste für Anne ist und für Sebastian. Sie kommen ganz nach meinem sturen Bruder, besonders Sebastian. Wenn Sie wirklich helfen wollen, dann sorgen Sie dafür, dass Sebastian tut, was er tun sollte, nicht was er will. Er hat keine Ahnung. Denken Sie an meine Worte. Schönen Tag noch. Ich sollte nachsehen, wie es Sebastian geht. Warum hört er nicht auf mich? Sie ist meine Schwester. Wie geht es dir, Sebastian? Ich weiß, dass er wütend ist. Ranrocks Anhänger sind zu viel mehr fähig, als die Leute denken. Wir sollten sie nicht unterschätzen. Der Schutt, den du siehst, stehen auf dem verlassenen Anwesen. Ins Händler. Sie haben nach etwas gegraben. Lumos! Da oben, auf dem Plateau,
haben sie Anne verflucht. Hier entlang. Wie lange sollen wir noch in diesem Schutt herumwühlen? Renrock weiß, was er tut. Es ist eine Ehre, mitzuwirken. Ein toter Zauberer ist ein guter Zauberer. Protego, den Pulsen. Ich werde dich ruhen. Ich hab noch hier. Entfernen. Warum ziehst du ab? Den Pulsen. Entfernen. Ich werde dich ruhen. Bist du tot, Best? Incendio. Randrop wird uns vereinen. Gepulso. Incendio. Incendio. Protego. Deine Zeit ist bald um, Kind. Gepulso. Incendio. Konfigo. Das war dein letzter Fehler. Ich wusste doch, dass du ungefähr Levioso. Protego. Verschämt. Oh. Was hab ich noch? Findung. Ich werde dich. Ich breche den Zauberstab. Ich gebe zu, das war etwas mehr, als ich erwartet hatte. Ich wollte dich warnen. Diese Anhänger haben das verdient. Da stimme ich zu. Hier ist es passiert. Mitten in der Nacht rochen wir Rauch. Als wir nach draußen schauten, schossen Flammen aus diesem Anwesen. Bevor mein Onkel und ich etwas tun konnten, rannte Anne zum Feuer, besorgt, jemand könnte verletzt sein. Sie sah sich einer Horde von Kobolden gegenüber, die verzweifelt versuchten, die Flammen zu löschen. Plötzlich ertönte eine eisige Stimme aus dem Rauch. Kinder sollte man sehen und nicht hören. Dann eine blendende Explosion. Sie gaben ihr nicht mal die Chance zu fliehen. Eine ziemlich gewalttätige Reaktion auf ein Kind, das zufällig da war. Was? Womit? Sie scheinen ihr Lager nicht ohne Grund hier aufgeschlagen zu haben. Sie haben Stationen für alles. Revelio. Ich hörte, dass überall solche Ausgrabungsstätten der Kobolde auftauchen. Ein Wunder, dass das Ministerium nicht mehr tut. Wer hat hier gewohnt? Es ist verlassen. Riven. Hier soll mal ein Hogwarts-Professor gelebt haben. Vor Jahrhunderten. Mehr habe ich nie gehört. Ein genauerer Blick auf das Haus selbst könnte sich lohnen. Reparo! Der Brunnen kommt mir bekannt vor.
Sebastian, hier drüben. Glaubst du, das wurde damals als Endverbrauch im Feuer beschädigt? Könnte sein. Aber für mich sieht es nach Vorsatz aus. Reveli. Sebastian, das habe ich schon mal gesehen. Das Haus, den Brunnen, den Ausblick. Was meinst du? Wann? Gib mir einen Moment. Ich erkläre es gleich. Sebastian, dieses Haus gehörte einer Hogwarts-Professorin. Vor Hunderten von Jahren. Wem? Was meinst du? An diesem Tag fand ich ein Denkarium in der verbotenen Abteilung. Es zeigte dieses Haus. Da war ein kleines Mädchen und eine Dürre. Die Hüter zeigten mir auch andere Erinnerungen. Das Mädchen wurde Professorin in Hogwarts. Ihr Name war Isadora Morgannock. Sie war ein Mitglied der Hüter. Hüter? Wie beim Quidditch? Sie nennen sich selbst ganz schön viel, wenn man es... Du suchst nach Antworten. Sieh dir das an. Jemand hat das hier mit Absicht aufgehäuft. Ob das was blockiert? Wir finden es nur auf eine Weise raus. Protego! Impulso! Warum eine Treppe blockieren? Vielleicht gibt es hier drin etwas Interessantes. Sie haben das alles hier einfach liegen lassen. Lumos! Sie sind hinter etwas Größerem her. Ein Tagebucheintrag von Isadora. Ich sollte diese Tagebucheinträge stammen offenbar von Isadoras Reisen. Gefolgt! Das wirst du nicht glauben. Ich sehe die Krypta. Was? Ein Tagtraum? Das passiert mir nicht. Ja, das klingt vielleicht seltsam, aber... Ganz ehrlich? Nichts. Ein... Ich möchte fast die Luft anhalten. Warum führt die Tür uns hierher? Sebastian, da! Triptychon hier? Protego! Sieht aus, als würde noch was fehlen. Eine Notiz? Schauen wir mal. Was Hilfreiches in der Nachricht? Ein Runensymbol. Die Hüter benutzen ganz ähnliche Symbole. Ich habe nachgedacht. In dem Haus lebte vor Jahrhunderten ein Hüter und Ranrock und seine Bande haben dort gesucht.
Du hast gesagt, dass Kobolde eine Form dieser alten Magie ausüben könnten. Glaubst du, Anne wurde davon verflucht? Kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube nicht. Ich habe keine Spuren bei deiner Schwester gesehen. Na gut. Aber das heißt nicht, dass es keine alte Magie ist. Wir wissen... Ich melde mich. Bis bald. Bei den Ruinen von Schloss Falbart. Nach Einbruch der Nacht. Erzähl es niemandem.